Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Gothic. So, nein, ich gehe da mal wieder unten rum. So, wir haben ja in der letzten Folge den toten Gardisten gefunden. Und, ich wollte jetzt nochmal schnell zu Fletcher. Mit dem sollte man ja vorher nochmal reden, wegen Neck. Und im Anschluss werden wir zu Sly gehen, dass wir den Auftrag abschließen. Ja, und dann liegt auch wahrscheinlich bald die nächste Stufe drin. So. Und dann sieht's dann, glaube ich, auch bald ganz gut aus, dass wir die ersten... Puh, nein. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Nein. Verpiss dich. Bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Naja. So, das ist Fingers. Nein, jetzt habe ich diese Klette wieder am Bein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist Sketty, ne? Ich glaube. Ja, das ist Sketty. Ist Fletcher oben? War doch klar, dass das Ärger gibt. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir, keine Sorge. Halt's Maul. Ein Wichser, ey. Absolut idiotisch. Also ich weiß noch, dass ich ihm mal... nicht umhauen musste, sondern oben in der Burg muss man eine Leiter runter, die zum Keller führt, und er kam nicht mehr hoch. So bin ich ihn auch mal losgeworden. Ja. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Nein. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Tja, selber schuld. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Mhm. Wegen Neck? Ja. Was? Wo ist er? Nein. Verdammt. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem.
Ja. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Wahrscheinlich als Gewinn. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Ich schieß dir gleich in deinen Klumpfuß. Dumme Saudi. So, kann ich das einfach so mitnehmen hier? Hallo. Mal sehen. Okay. Gut. Keine Butler hier? Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist wirklich mein Problem. Okay. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Naja. So, okay, wir gehen jetzt zu Sly und beenden jetzt die ganze Sache. Also ich meine, ich kann jetzt hier auch nochmal Butler anquatschen. Aber das wird, glaube ich, nicht viel bringen. Hallo. Der Gay. Ah. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Nein. Du bist neu hier, ja, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Ah, okay. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Vielen Dank. Das finde ich sehr großzügig. Die Hütte mit dem Vordach. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Da oben mit dem Vordach. Also die, oder? Ich hoff's. Da ist noch eine Truhe drin. Ich hab mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Zu dir. Ja, die hier hat auch wieder ein Schloss. Das ist ziemlich doof. Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Du kleiner Spinner. Ich hab kein Faible für Tiere. Ich hab jemanden auf die Fresse gehauen, weil er mir eigentlich die ganze Zeit nur auf den Sack ging. Hallo? Warum kann man die Kiste nicht aufmachen? Komisch. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig mich zu verprügeln. Ja, das mache ich jetzt. Diese Typen aus dem neuen Lager, richtige Brutalos.
Ich werde Ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass Sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird Sie sicher abschrecken. Hm. Hey! Du hast da drin nichts verloren. Verschwinde! Ja, ist doch gut, Junge. Mach dir Nikla ins Hemd. Eieiei. So, wir müssen jetzt aber trotzdem. Ja, nicht mehr auf das Gefahr. Life in Godist. Godist. Man darf auch nicht alles glauben. Ich dachte denn noch mal. Dann lass dich aber. Hey, du! Komm, was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Nein. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Ich glaube kaum, dass ich daran. Ich glaube nicht drin. Kann schon sein. Ich dachte, dass wir. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Man muss eben aufpassen, was man darum erzählt. So. Bulla. Da ist er. Ich habe Neck gefunden. Gut. Hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Ja, aber immerhin der Stufenaufstieg. Sind wir ihn jetzt losgeworden? Ein Traum. So, das wird aber nicht lange anhalten. Weil dieser kleine Pisser, der kommt dann trotzdem ständig wieder angerannt. Der hat sich wahrscheinlich wieder bloß an irgendeiner Ecke festgebackt. Wie ich es gesagt habe, festgebackt. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. So. Dann werden wir jetzt mal noch schnell ein neues Diebestalent erlernen. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schlösser und Taschendiebstahl. Ich mache jetzt erstmal Taschendiebstahl. Ich will ein guter Taschendieb werden. So, du willst also ein paar Leute um ihre Sachen erleichtern. Nun gut. Ich werde dir beibringen, wie du besser wirst. Aber es besteht immer noch eine Chance, dass du erwischt wirst. Das Risiko solltest du nur eingehen, wenn außer deinem Opfer niemand sonst da ist. Erst als Meister wirst du in der Lage sein, jemandem etwas aus der Tasche zu ziehen, ohne dass er es merkt. Ja, wir machen das schon, ne? Aber das wird halt noch einen Moment dauern. Zumindest, ich hab's jetzt. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. So. Dann gucken wir mal. Ja. Ist schon noch ein bisschen was zu tun, aber wir können jetzt Taschendiebstahl machen. Das ist schon mal von Vorteil. Weißt du was? Ich tue dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Eigentlich ist ja eher schon ein Grund,
nicht ins alte Lager zu gehen. Ja? So, ich versuche jetzt mal. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. So, okay, also ich kann ihn leider nicht beklauen. Ich wollte ein bisschen Geld verdienen. Na gut, na gut. So, das geht alles bei denen noch nicht. Dann, ja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir werden das dann nach und nach so oder so alles noch verbessern. So, was machen wir jetzt als nächstes? Was haben wir jetzt noch? Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das dauert noch eine Weile. So, wir müssen auf jeden Fall als nächstes. Wie sieht's mit Gold aus? 44. Was passiert nämlich nochmal? So, okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit unserer kleinen Liebestour. Man muss eben auch. An der Geschichte muss man alles glauben, was man hört. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Lass uns lieber über was anderes reden. Alles glauben, was man hört. Hey, du! Ich halt... Verzeih dich, dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Okay. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. So, wir können ja jetzt auch erstmal hier so reingucken, so ein bisschen reinlunchen, weil Truhen haben wir momentan so oder so noch keine wirkliche oder noch nicht die Möglichkeit, dass wir die aufmachen können. An der Geschichte muss wohl doch was dran. Zumindest... Ja, es ist nicht so einfach. Da liegt was auf dem Tisch. Aber der ist noch wach. Das ist ein kleines Problem. Da liegt auch was auf dem Tisch. Ja. Dann nehmen wir doch mal den Schinken. Aha. Jetzt weiß ich auch wieder, warum. Hey du! Was hast du da drin getrieben? Nicht. jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Truhen jetzt gerade nicht aufkrieg. Ich habe keinen Dietrich mehr. That's the problem. That's the problem. Aber das soll uns jetzt gerade nicht davon abhalten, hier trotzdem noch ein bisschen was auszuräumen. Hey, du! Bleib aus den Hütten draußen! Ja, ja, ist ja gut, wa? So. Was hat's denn hier noch Feines? Das ist... Naja. Okay, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon ein ganzes Stück vorangeschritten. Darum werden wir jetzt die Folge beenden. Hey, du! Du lärmst schnell! Ja, werden wir die Folge
jetzt auch beenden. Und ja, also wir sehen dann in der nächsten Folge, was wir noch so alles machen können. Auf jeden Fall müssen wir dann endlich mal ein bisschen kämpfen lernen. Dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. So, da hat es nichts weiter. Alles klar, also ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Wenn du